Heute zeige ich euch, wie ICE4, die ja, was ich in der Hand habe, das ist ja ein Mundschutz Repaint, was ich hier installiert hatte. Und zwar, das hatte ich auch geschafft zu installieren. Und heute soll das Video mal sein, wie du das hinbekommst, so ein Repaint zu installieren. Ganz wichtig, ich kann natürlich auch sagen, es lohnt sich. Und zwar natürlich, ihr benötigt erstmal natürlich den Zug. Und das Repaint selber, ich würde gleich hier rüber gehen, ich würde gleich auf Test gleich schließen. Und natürlich, ich will es euch natürlich auch zeigen. So, viel natürlich, bitteschön. Was so benötigt, erst natürlich, was benötigt ihr erstmal, ihr benötigt die ICE4, also braucht nur den ICE. Und da, wenn ihr natürlich drunter schreibt, hö, ich besitze ihn nicht, dann könnt ihr auf dieses Video sofort auch dann, naja, egal. Aber ich will heute für die Leute, wie man so ein Repaint installiert. Ich habe Beispiel jetzt hier ein Repaint gefunden, da steht ICE4 XXL Bundesrepublik Deutschland, will ich mir herunterladen. Ja, das ist hier das ganze schöne Teil hier, das ist schon, wie die Repaints gibt davon. Schon, ich habe ein Video geguckt. Also auch auf anderen Strecken, Beispiel auf, habe ich ein Video geguckt, das sieht so nice aus. Das will ich haben. Das lade ich jetzt mal kurz hier runter. So, jetzt habe ich hier runtergeladen. Wenn man schon auf den Download-Ordner geht, Download-Ordner, da ist ein Ordner im Namen da diesen Wort und wir entpacken das Ganze erstmal. So, ausgepackt. Das heißt, wir öffnen wie die Ordner. Wir öffnen erstmal die README-Datei, sehr wichtig. Weil hier steht noch ganz wichtige Sachen. Leute vergessen immer Sachen. Und natürlich, ihr könnt auch dieses Link draufdrücken. Jetzt öffnet wieder so eine Webseite. Aber jetzt, ja. Ja, das ist immer so ein schöner Punkt. Aber es soll natürlich die Installation gehen. Es sollte einfach die Installation dafür gehen. Aber ich mache das mal so. Nochmal, Mette, danke. So, wir machen kurz mal Plus, weil ihr seht, das kommt nicht so. Ihr seid so besser sehen könnt. So. So, ach, das können wir mal wegmachen. Zack, na komm. So, und wir finden natürlich die ganze Liste für die Installation. Das muss eigentlich simpel sein. Ich habe beispielsweise diese Dateien ausprobiert. Es funktioniert auch. Aber wir müssen natürlich auch beachten, wo wir das einfügen und wo wir das, welche Sachen kopieren müssen. Hier steht natürlich dafür, für die Passagiere davon. Aber ich habe das andere versucht, das hat funktioniert. Aber ihr müsst natürlich das Ganze auch so packen. So, als erstens natürlich erstmal, ihr kopiert erstmal das rein und dann, ja, das heißt, dafür erstmal das rein kopiert, das ganz einfach so. Wir schmeißen das erstmal rein, das ist wichtig. Rein kopiere das ganz kurz. Kurz. So, erstmal rein kopieren, ne? So, wir schließen das einfach mal. Wir öffnen den Ordner, Namen 3D-Zug und IC4. Und da habe ich mir das hier das komplett installiert hier. Aber ihr könnt natürlich auch den ganzen auch kopieren, das Ganze. Aber ich habe damit auch funktioniert. Bei mir geht es auch. Aber jetzt zeige ich euch diese Installation, weil jeder Mensch braucht dieses Video. Und wir können es auch woanders kopieren. Wir können erstmal kopieren, erstmal diese beiden Dateien. Also diese beiden Dateien, die kopiert ihr einfach mit euren aus den Repaint-Ordner, dann fügt ihr das Ganze hier ein. Das ist der erste Schritt, den ihr habt. Ne? Eine. So, wir müssen natürlich in den anderen Ordner reingehen, weil wir müssen natürlich auch ein bisschen so Sachen kopieren, was ihr so benötigt. Ne? Ja, dann müsst ihr einfach hier auf den Pagirus gehen. Aber dafür ist es war schon fertig genug. Wir müssen jetzt hier auf Pagiere klicken. Und jetzt müssen wir ein paar Sachen kopieren. Dass jeder, das ist sehr wichtig für alle Beteiligten. Und so, ihr müsst natürlich das Ganze hier, alles was da drüber steht, müsst ihr alles so durchhalten. Das heißt, ihr müsst natürlich dieses VDD-Bing-Wat, dieses natürlich hier, wo ein P enthalten. Natürlich hier steht mit H dazu und ja, das heißt natürlich noch da dieses Wort. Das heißt, oder googelt einfach mal oder fragt einfach mal eure den Ordner und da finden wir diese Datei. Das heißt hier diese Datei. Linksklick, kopiert euch das Ganze. Das macht auch sparsam. Und jetzt kopiert ihr das Ganze jetzt hier rein. Das ist ganz wichtig. Reinkopiere das habt ihr. Und das könnt ihr mit allen natürlich auch. Das kann man zum Beispiel auch, verwendet euch das Ganze.
Verwenden tut einfach, ganz einfach. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen Zeit sparen. Es läuft auch gar nichts was weg. So, nochmal versuchen, nochmal so. Das heißt, wir kopieren das Ganze jetzt hier, wo natürlich, ihr müsst ein bisschen aufpassen, was so eigentlich allgemein kopieren tut, ne? Also, wir kopieren das jetzt einfach. Wir kopieren das jetzt in diesen rein. Das heißt, wir kopieren das hier rein, zack, einkopiert. Und jetzt könnt ihr das Ganze hier auch komplett kopieren. Damit ist natürlich für das ganze Gestängel danach auch fertig, ne? Also das ist auch sofort gegessen. Das ist, und das fügt ihr das Ganze hier rein. Das habt ihr schon reingeschrieben. Und das fügt ihr jetzt hier rein. Das ist ganz easy. Und das kopiert ihr wieder. Das ist natürlich auch zeigen. Und wird ihr jetzt nicht drunter schreiben, das ist, weil für, wo finde ich die Dateien eigentlich, Leute? Ich, es ist Beispiel bei diesem Repaint, habe ich festgestellt, manchmal Sachen sind wirklich schwer. Die Installationen, die das ja wissen, dass es ein bisschen schwer wird. Es wird auch schwer werden, das so einfach so platt auf diesen Railbox so darzustellen, weil ja viele Wagen sind mitgeliefert und diese Wagen müssen auch dargestellt werden auf den Zug. Und ja, dann müssen natürlich auf diese Seite, ne, das ist natürlich, wo natürlich Buchstaben sind, und das nimmt einfach, kopiert das Ganze jetzt einfach mal, und wir kopieren das Ganze hier unseren guten Deutschland hier rein. Zack, Heini drinne, so. So, kopieren. Wir kopieren das Ganze, ja, wir gehen ein Stück hier zurück und wir fügen das Ganze jetzt hier einfach rein. Das ist auch ganz gut. Und natürlich, bitte achtet natürlich auf die Buchstaben, weil jeder Buchstabe hat eine andere Bedeutung. Und dann wird da sofort, wie, was? War jeder sofort was? Warte mal, einer Kommentar geschrieben. Naja. Aha. Warte mal, muss kurz gucken. Okay. So, ich schreibe einfach mal dazu fort. Bei den Videos ist nicht so einfach klarzustellen, wenn man schon mal ein geiles Video gemacht hat. Ja, siehst du, da sind immer wieder Arschkriecher, die sagen, naja, und so. Ach, blöd, einfach. Es bleibt bescheuert, es bleibt auch so. Es wird auch ein ganzes Jahr behalten, so. Und zwar gibt ihr das hier kopieren, so, kopieren. Das macht alles das Video kaputt, was hier alles vorzieht. Natürlich auch sagen. Aber natürlich die Leute, die das gerne gucken, das wird mehr Aufrufe geben, mein Video geben, weil natürlich wird Menge Kommentare geben und Menge Likes, und ich will mit dem Video auch erfolgreich werden, ne? Euch das was zeigen kann. Und nicht so eine Scheiße, die hier, das heißt, weiter sofort, also bitte die Bezeichnung auch wenden hier, das ist mit NV2 und die kopiert jetzt hier rein, das ist ganz easy, muss eigentlich ganz simpel sein für dich. Und das heißt immer kopieren, also wenn zum Beispiel raussuchen, würde ich natürlich auch sagen, raussuchen ist ein bisschen schwer und das könnte auch die Zeit, ihr investiert Zeit da drinne und die Krabben haben das gar nicht geschafft und ihr braucht ein Video, weil sie sagen sich, wie kriege ich das installiert, und muss eigentlich bei ganzen Fahrzeugen, ich das weiß, das eigentlich bei Lind, ich das weiß, ist eigentlich so ganz einfach, wegen Dieseltriebwagen und ganze Repaint sind welche, sage ich mal vorweg, schwierig, und diese sind immer Leute, die es einfach, ja, das einen komischen, negativen Kommentar schreiben und einfach mir die Bewertung, ja, im Arsch zu treffen. Und die habe ich, Leute, nicht vergessen. So, aber mein Appell, ich will mehr Likes haben. Meine Güte. Dafür sind Leute, die es einfach nicht können. So, und natürlich, wir müssen auch Cash lernen, das ist sehr wichtig. Das wird auch hier auf dargestellt auf YouTube, ne? Nee, auf dargestellt auf dem TS. Und jetzt kopiert ihr das Ganze jetzt hinein damit. Das ist ganz einfach. Aber wichtig, hier in der Leiste rein damit, 12er-Teile, und damit Linksklick kopieren, ein Stückchen zurück, in den da rein kopieren, in den Patcher und rein damit. So, jetzt ist es rein kopiert. So, jetzt sind wir eigentlich hier fertig. Das heißt, ich mache mal das mal zu, ne? Und wir öffnen jetzt mal TS ganz normal, weil ich mache jetzt auch mal ganz normal öffnen, weil wir müssen noch eine Sache machen. Manchmal vergessen welche davon. Und zwar, wenn man zum Beispiel Repaint installiert hat, musst du für den TS den Cache lernen. Ist sehr wichtig, weil da braucht das zum Cache lernen, dann ist der Cache gelehrt, dass du dir das Repaint ja keine Probleme gibt auf der Strecke. Und ja, wir gehen jetzt auf das Zahnrad und Werkzeuge den Cache lernen. Sehr wichtig. So, und jetzt, wenn es gelehrt ist, dann macht er wieder zu.
Und wenn es so geleert ist, dann startest deine 64-Bit-Version hier. Ich würde immer empfehlen, 64-Bit zu starten, weil sonst, ja, mit deinen Ladewartezeiten verlierst du auch Wartezeiten. Die Wartezeiten gehen eine halbe Stunde und so. Das geht abflöten und so. Aber ich würde immer empfehlen, 64-Bit zu starten. Das macht jeder täglich immer einer. Aber hoffe ich mal, ihr seid verständlich, das euch zu so zeigen. Und bloß hier keine Verarsche hier so. Und bitte nicht in den Kommentaren hier rumbölken und sagen sich, ja, müsst ihr natürlich auch sagen, Leute, ich kann vorwärts sagen, ihr müsst natürlich die Riten nicht kennenlernen. Ne? Ihr müsst natürlich auch die Handbuch mal nachschauen. Und bitte jetzt nicht 5 Minuten jetzt auch warten. Wie kriege ich das hin? Leute, jedes Handbuch wird erklärt. So. Und jetzt sind wir natürlich bei Katharin. Hier haben wir natürlich meinen Mundschutz repaint. Und das ist das hier, das Original Deutschland repaint. Das ist hier fahrbar. Das mache ich jetzt auch mal eine kleine Fahrt. Mal zeigen kann. Und bitte bloß nicht hier in den blöden Dings hier zu verarschen. Das sage ich, ist ganz einfach. Und die, ja. Und dann natürlich ist es wie ein paar Videos sind online. Die sind natürlich online gekommen. Aber natürlich habe ich meinen Namen verändert auf YouTube, weil ich natürlich, ja. Steht jetzt Lars Schäfer, YouTuber. Finde ich auch ganz in Ordnung. Kurz gucken, viele Kommentare natürlich gut beantwortet habe. Und na gucken, kurz mal Kommentar mal schauen, weil es natürlich auch immer, aber egal. Natürlich auch, natürlich. Das spielt kein. Aha. Ja, das ist. Gibt Leute, die Langeweile haben und einfach jeden Leuten abfacken und sagen sich, ja, ein Dislike da. Aber ich finde es aber nicht so schön. Also, ja. So, minimieren das Ganze einfach. Ab da Dings habe ich danach irgendwann so einen Arzttermin, ich das weiß. Irgendwann wieder einen Arzttermin. Wieder zum irgendwo hin. Aber natürlich nur so halt, ne? So, und hier ist es fahrbar. Da ist es bitteschön. Da ist das Deutschland. Ja, erstmal fahren wollen wir natürlich auch. Ja, wir wollen auch schon mal. Ja, komm. Türen geöffnet. Türen geöffnet. So, wir machen nochmal die PCB-Dinger an. Finde auch ganz gut. Natürlich, wir fahren natürlich mit Linux Sound Mod, der auch mit ICE4 beteiligt hier ist. Das, ja, gut ist hier. Führerraum besetzt. Ja, guten Tag. Ja, sehr wichtig. Immer dieses Scheiße ausmachen hier. Schließvorgang eingeleitet. Schließvorgang eingeleitet. So, dann fahren wir los, ne? Ventil öffnen. Ach so. Warte, jetzt aber. Jetzt geht's los. Jetzt fahren wir mit unserem Deutschland Repaint. Klack, Zugbeeinflussung. Da fährt er raus. Da fährt er raus. So schön, oder schöne, das ist so ein kleines Mini-Summ. Aber mir gefällt das Soundmod. Kann ich irgendwo verlinken, wenn ihr wollt. Nur wenn ihr wollt, ne? Jetzt gucken wir mal das Repaint mal an. Das ist das Deutschland-Repaint hier, ne? Das ist schon mit unser Landes. Da fährt er auch hier rüber. Guck, fahrbar. Ist es fahrbar gemacht worden? Viel Spaß damit mit in Deutschland. Ich hoffe mal, du hast es natürlich jetzt geschafft. Du hast es geschafft, das Ding fahrbar zu machen. Ganz einfach, natürlich Deutschlandman. Ich bin Deutschlandmänner. Finde ganz in Ordnung, das Repaint. Finde ich ganz gut. Finde ich ganz geil, finde ich einfach. Ist natürlich mit ganzen Repaints kannst du alles damit fahren. Aber natürlich gibt es natürlich auch eine Aufgabe dazu. Ich das weiß, natürlich musst du auch das installieren. Ne? Ist natürlich das nur Pflicht, das musst du installieren. Auch noch natürlich Pflicht, kann man dazu Impfpflicht rauspacken. Was sie natürlich irgendwann vorhaben mit der Regel, ich das weiß, die haben davor mit den Regeln, also mit der Dings da, 2G-Regel mit 3G, sollen natürlich in den Supermarkt Bremsung, da mal. Zugbeeinflussung. Was? Nein. Oh Mann. Ab
aber ich bin dann natürlich ganz in Ordnung, wenn sie zum Beispiel mehr Kontakt haben beim Einkaufen oder so zum Beispiel. Aber ich finde es aber sehr in Ordnung, dass man natürlich auch was machen kann. Aber natürlich muss natürlich jeder Impfpass rausholen oder so. Aber ich finde es natürlich auch, alle Leute finden es natürlich bedrückend, dass sie natürlich im Supermarkt da mit der Stopp, du kommst hier nicht rein, erst einen Impfausweis hast und so. Das natürlich auch. Natürlich, die wollen natürlich vermeiden, diese Kontakte, dass keiner mehr dieses blöde Virus nicht überträgt. Aber dass du ein bisschen weniger einkaufen gehst. Aber ob das final wird, ich habe auch keine neuesten für euch. Das ist so ein kleines Gerücht, was ich in Facebook da gehört habe. Und das ist so ein kleines Gerücht. Und jetzt bitte nicht, ich möchte jetzt bitte, Leute, bitte, schreibt bitte keine Kommentare mit diesen, mit diesen Regeln, mit den Supermärkten. Ist mir scheißegal, ey. Welche Laufzeit, was hier natürlich auch alle denkt, dass alle viel unfreundlich geworden sind. Die haben Leute keinen Respekt mehr. Und davon sind die Menschen, ich das weiß, ziemlich, ja, am Arsch. Ich will jetzt auch nicht das ganze YouTube nicht jetzt in Dreck ziehen. Das sage ich, hey, ihr habt was falsch gemacht. Ihr könnt es auch nicht ändern. Das heißt, wir kriegen natürlich auch sagen, ja, wieder so welche Beiträge da gepostet hatten. Die haben natürlich gesagt, welche Leute sind welche gesperrt worden, gelöscht worden. Die haben gesagt, die haben dies und dies und so. Natürlich, das muss auch Regeln sind. Das sind auch Regeln, die du beachten musst, ne? Ist ja nicht so ein dicke Du oder so. So, ich habe dieses Video ja bezeugt. Und dieses Video, was ich jetzt hier gemacht habe, das habe ich euch bezeugt mit dem ICE 4, das Repaint zur Installation. Wie du das installieren tust, das ist natürlich ganz simpel und ganz einfach, muss eigentlich sein. Und bitte, bitte nicht nögeln und bitte nicht befrostet sein. Und kriegst du nicht fahrbar oder so? Es ist doch fahrbar, wenn du es siehst hier. Du kannst natürlich viel Spaß haben. Nicht mit dieser Standard-Repaint rumfahren, die man dann auf der Seite im Arsch kennt. So, machen wir mal die Dingsbums an. Wenn wir das können. Nur wenn es könnten, ne? Nur wenn ihr wollt, ne? SIFA. Türen. Ganz einfach. Mach ich mal das Licht hier kurz mal ändern. So, weil, es brennt in den Augen. Aber können wir kurz mal gucken. Da steht hier Bundesrepublik Deutschland. Da ist das natürlich, habe ich ein Video geguckt, das kann ich irgendwo verlinken oder so. Da wird das natürlich dieses Video in den Real-Life aussehen. Das ist schon im, auf der Fahrt, habe ich es schon gesehen. Persönlich im Kassel habe ich das Video da gesehen, wo die da ICE 4 da gefahren haben, wo die das Repaint da gezeigt haben. Das finde ich auch ganz schön. Also man steht hier, hier sieht man das Ganze hier, diese Streifen, diese schwarz-rot-gelb. Streifen, das bedeutet Deutschland. Ganz in Ordnung. Das ist unser Deutschland-Man. Ich bin. So, natürlich, wir machen wieder die Dingsbums. Fahren wir noch keine nochmal noch. So, machen jetzt eine Tür zu. So eine Tür. Ach, sie sind schon geschlossen, wir können losfahren. Aber bitte nicht zur Realität so raufhämmern. Könnt ihr sehen, ich habe das Ding persönlich fahrbar gemacht. Aber natürlich, ihr wollt noch wissen, dass ich ein bisschen fahren soll, dann fahre ich auch. Hoffe ich, die Kamera ein bisschen in Ordnung hier ist. So, aber, ach Gott. Ja, nur ganz in Ordnung finde. Natürlich bei anderen Aufgaben, die ihr runterlädt, natürlich ist auch natürlich nicht immer so eine ECE4-Aufgabe nicht dabei. Ne? Das muss man sich persönlich nochmal tauschen. Dass man natürlich sagen, hey, ich will jetzt nicht mit dem roten Repaint rumfahren, sondern ich möchte jetzt mit dem deutschen Repaint rumfahren. Dann muss man seine Editor da umstellen oder umtauschen, dass die Lackierung. Und das wird immer wütend Ärger kosten. Dass man natürlich sagen, was passt da, was passt da nicht. Ne? Das ist ein bisschen, ja, ein bisschen zwiebelgespalten. Also zwiebelgespalten, sage ich einfach. Ich mag Zwiebeln, sehr lecker. So, meine lieben Leute,
IC4. Ich mag das Soundmod, was da drin ist. Manchmal gibt es viele Beschwerden, wenn man keinen Soundmod hätte, dass alle Leute drunter schreiben, man hört den Zug nicht. Das ist so gewollt, Leute. Das ist automatisch, das ist ja ein antriebener Steuerwagen. Natürlich, kein Wunder, aber wir haben natürlich ein kleines Summ, dass wir natürlich den Antrieb besser hören können, aber natürlich ist es Download euch verfügbar, das, was ich euch anbieten kann. Auch den Zug verlinke ich auch, und das Repaint verlinke ich euch. So, meine lieben Leute, habt noch einen schönen Tag und... So, Türen sind offen und damit ist das Video geschafft. Oh, scheiße, bremst. Ach. So, ganz simpel. Und ja. Wir machen das hier mal ablaufen. Ganz einfach. Schön, ne? Dann machen wir das mal zu, ne? So. Und so ganz einfach ist natürlich ganz einfach zu installieren. Natürlich ist in Deutschland hier, ne? Das Ganze ausführen, das sind die Standardlackierungen und hier sind die Dinger, die ihr vorher ausgewählt habt, ne? So, meine lieben Leute. Dann würde ich sagen, beenden. Wiedersehen. Tschüss.